Dr. Sinclairs Analyse des Artefakts macht gute Fortschritte. Moment. Jetzt kommt sie ohne die Hilfe von Quintain nicht mehr weiter. Unser bester Tipp ist ein Pilot, mit dem Quintain manchmal arbeitet. Er heißt Dexter Hovis. Er besitzt eine Spielhölle auf einem ausrangierten Schlachtschiff im Dublin-System. Sie sollten dort anfangen. Ja, machen wir das. Andocken verweigert. Zielort zu weit. Was ich jetzt gerade noch gemacht habe. Genau, ich habe nämlich gesehen, dieses Schaumkraut, das ist eine Droge. Heißt, wir sollten jetzt zusehen, dass wir das Ding schnellstmöglich wegbekommen. Ihr seht schon, auf Planet Manhattan, natürlich in der direkten Zivilisation, ist das Zeug richtig, richtig beliebt. 1500 gibt's da. Wo haben wir denn Leads? Da, 750. Ja, verkaufen wir direkt auf Leads, damit uns hier kein Polizeischiff oder so noch irgendwie auf die Eier gehen kann. Und ich habe nämlich hier den Schrott noch abgeworfen, damit wir von dem Schaumkraut ein bisschen mehr mitnehmen können. Einfach, weil uns das deutlich mehr Kohle einbringt als dieser Schrott, den wir da aufgesammelt haben. Beziehungsweise wir landen jetzt nochmal ganz kurz hier auf dieser Bergbaustation und schauen, ob wir da nicht das Schaumkraut für den gleichen Preis verticken können, weil ich fliege ungern mit solchen heiklen Gütern durchs All. Weil sobald wir einmal davon erwischt werden von der Polizei, dann ist eigentlich vorbei. Dann mögen die uns nicht mehr ganz so gerne. Dann haben wir entweder die Möglichkeit, wir hauen ab oder wir eröffnen selbst das Feuer. Beides ist recht uncool, weil wenn uns das in der Nähe einer Station passiert, wird diese Station ebenfalls feindlich. Das heißt, die Station mag uns dann erstmal nicht und wenn uns das dann auf einem Planet wie Leeds passiert, ist das natürlich kacke. Deswegen schauen wir jetzt mal, vielleicht bieten uns die Bauarbeiter ja hier noch ein bisschen mehr für unseren Stuff. Wir reparieren erstmal das, was uns kaputt gegangen ist. Gucken mal, ob wir vielleicht noch ein paar Waffen aufgesammelt haben von dem Wrack. Pyrus. Typ 2. Da haben wir doch schon welche, oder? Nee. Schießt so schnell. Die ist aber besser, oder? Die ist deutlich besser. Braucht allerdings auch ein bisschen mehr Energie. Die sind auch Klasse 5, schießen genauso schnell. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir verkaufen die beiden. Weil die 6 Energieeinheiten mehr, die die verbrauchen, werden sich jetzt nicht so deutlich bemerkbar machen wie 10 Energieeinheiten. Da sind wir, glaube ich, besser beraten, die Waffen auszutauschen. Weil wir teilen ja mittlerweile generell schon ordentlich aus. Da ist das, denke ich mal, nicht ganz so schlimm. Wenn wir dann jetzt die besseren Waffen einfach austauschen. Ja, seht ihr. Wir bekommen hier schon die 750. Da verkaufen wir auch den restlichen Stuff. Und dann schauen wir jetzt mal, was Junior uns zu sagen hat. Oh, hier geht's wieder ab. Hier gibt's Stress. Und hier wird auf uns geschossen. Das finde ich uncool. Leute, geht mir nicht auf die Nüsse. So, weg sind wir. Ja, irgendwie unsere Gegenmaßnahmen, die interessieren die Raketen kein Stückchen. Das finde ich gar nicht so geil. Wir sollten dann mal schauen, dass wir einen besseren Gegenmaßnahmenwerfer finden. Ach so, wir sollen gar nicht nach Leeds. Zum Schlachtschiff Hood ins Dublin-System. Okay. Ja, ich habe gerade nicht so ganz zugehört, was Junior uns gesagt hat. Blöderweise. Vielleicht finden wir da im Logbuch irgendeinen Eintrag. Super, einfach super. Junior hat mich auf die Jagd geschickt. Nach so einem Typen namens Dexter Hovis. Irgendwo im Dublin-System. Ich wette, er ist auf einem dieser verlassenen Schlachtschiffe. Jetzt müssen wir mal ganz kurz an die andere Handelsroute andocken. So. Da findet man nur Abschaum und Glücksspieler. Sie wollten dort auch eine Rennstrecke bauen, glaube ich. Vielleicht lasse ich mich auf eine Runde ein. Bezahlt wurde ich ja bisher nicht. Hoffentlich wissen wir bald mehr über dieses Artefakt. Ja, also schlauer sind wir immer noch nicht. Wir müssen jetzt den Dexter Hovis finden. Jetzt weiß ich auch wieder, was Junior uns gesagt hat.
Dieser Dexter Hove ist nämlich ein Bekannter bzw. ein Pilot für Professor Quintain. Und eventuell weiß der ja, wo sich dieser ominöse Professor, dieser Xeno-Archäologe vor dem Herrn versteckt. Ich bin sehr gespannt, was wir da rausfinden werden. Und das Dublin-System ist relativ speziell. Das werdet ihr auch gleich sehen. Da gibt es keine einzige Handelsroute. Wir müssen alles mit dem Reiseflug durchfliegen. Und ich weiß gar nicht, sind die verschiedenen Systeme hier unterschiedlich groß? Da müssen wir mal drauf achten. Hier geht's 1 bis 8 und A bis H. Vielleicht sind in Dublin ja die Quadranten an sich größer, dass die Strecken, die wir da zurücklegen, nicht allzu weit sind. Das wäre natürlich ziemlich cool, weil sonst sind wir eine ganze Weile unterwegs. Ach ja. Haben wir noch irgendwas, was wir brauchen können? Ja, also wie gesagt, Gegenmaßnahmenwerfer müssen wir echt mal schauen. Oh, wir haben einen Gegenmaßnahmenwerfer aufgesammelt. Ja, wunderbar. Attrappeneffizienz 70%. Ja, bis jetzt hat das uns noch irgendwie nicht wirklich retten können. Deswegen, also es gibt, glaube ich, noch... Gibt es noch eine oder zwei bessere Stufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es noch Verbesserungen davon. Die wollen wir natürlich in Anspruch nehmen. Und hier stehen schon wieder massig Leute in der Warteschlange. Ach ne, doch nicht. Die sind in die andere Richtung unterwegs, die Freunde hier. Kishiro-Transporter. Die kommen aus dem Kusari-Raum. Da habe ich es ja schon mal gesagt, da ist alles relativ asiatisch angehaucht. Und ich muss sagen, die Systeme da zählen meiner Meinung nach neben den Randwelten zu den schönsten Systemen, die es hier in Freelancer gibt. Rein optisch gesehen jetzt. Also da haben sich die Entwickler wirklich Mühe gegeben. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, nach Dublin müssen wir noch ein ganzes Stückchen fliegen. Genau, wir müssen an New London vorbei. Da waren wir auch schon. Wo uns der Tobias hingeschickt hat, weil da ja der tolle Schiffshändler, der die gleichen Sachen hat wie der auf Leeds, ein Schiffchen verkaufen sollte. Allerdings haben wir da auch keine Vergünstigung, obwohl der Tobias sagt, da gibt es irgendwas für uns. Also wir können uns genauso auf Leeds ein neues Schiff kaufen wie auf New London. Da sparen wir uns keine Credits. Allerdings haben wir uns dann ja entschieden, auf dem Schlachtschiff, was bei New London rumfliegt, dann den schweren Jäger zu kaufen. Oh, hier ist einiges am Start. Hier mag uns keiner. Schrottis, Kopfgeldjäger, Mollys, alles am Start, was uns eigentlich auf die Mütze geben will. Aber die mögen sich untereinander zum Glück auch nicht. Heißt, die sind jetzt erstmal beschäftigt und wir fliegen einfach in aller Seelenruhe durch. Uiuiuiui. Ja, vor der Rakete sind wir gerade noch entkommen. Und weiter geht's hier Richtung New London. Katze, was tust du hier? Jetzt setzt sich meine Katze wieder auf mich drauf. Das ist natürlich sehr geil beim Zocken. Na komm. Dankeschön. Ach ja. Ist zwar schön, wenn sie so verschmust sind, aber... Katze. So. Ich warte ja noch drauf, dass irgendwann mal eine hier übers Mikrofon läuft oder gegens Mikrofon läuft oder sonst was. Das wäre natürlich das Highlight. Oder direkt den Mikrofonständer umwirft. So. Letzte Handelsroute, die wir auf unserem Weg nach Dublin bzw. zu dem Schlachtschiff, was wir... Haben wir da schon aufgesammelt? Vanguard. Ich glaube, das haben wir schon aufgesammelt, sonst wäre da dieser rote Punkt nicht. Ach ja. So, wir sind jetzt fast angekommen. Und im Dublin-System gibt es auch relativ wenig. Also, es gibt da eine Basis der Mollys,
wo wir uns dieses Wolfshundschiff kaufen können. Also, boah, was ist denn jetzt los? Also quasi diesen schweren Jäger der Mollys. Moment, 3,6. Der wäre sogar noch besser gewesen als unser jetziger. Zumindest was die maximale Anzahl an Nanobots und Schildbatterien angeht, die der tragen kann. Aber egal. Der, finde ich, sieht noch schlimmer aus als unser jetziger Jäger. Och nö, och nö. Ja, toll. Ja, das hier ist das Dublin-System. Ich habe schon gesagt, hier gibt es keine Handelsrouten. Hier gibt es ein Schlachtschiff. Och Leute. Nein, Rakete. Komm, 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 komm. Die Gegner kommen zum Glück nicht auf diesen Trick, einfach mit ausgeschalteten Triebwerken dann die Schubdüse zu benutzen. Haben wir es wieder geschafft. Denen sind wir entkommen. Das ist das Problem hier in diesem Dublin-System. Die schießen einem direkten Reiseflugunterbrecher rein. Und dann ist erstmal Ende im Gelände. Dann darf man sich hier auf die Schubdüse verlassen. Ach ja, ich wollte mal gucken. A bis H und 1 bis 8. Nee. Das System ist an sich genauso groß. Allerdings liegt hier alles etwas näher zusammen. Da haben wir einen Sprung noch nach New London. Das ist ja interessant, dass wir sie jetzt schon entdeckt haben. Das ist eigentlich relativ weit entfernt, würde ich sagen, wenn das da hinten irgendwo in einem Asteroidenfeld ist. Ja, das wird, glaube ich, noch wichtig für uns. Je nachdem, ob... Oh, da kommen ja Korsaren. Die sind allerdings noch ein ganzes Stückchen weit weg. Wo sind die denn bitte? Ach, da hinten. Ich glaube, aus der Entfernung können die uns keinen Reiseflugunterbrecher reinwürgen. Schlachtschiff Hood! So, das ist eine der... Ja, ein umgebautes Schlachtschiff. Das hat jemand gekauft und als Casino umgewandelt. Eigentlich eine recht geile Idee. Also hier dreht sich wirklich alles ums Glücksspiel, um Rennen und alles weitere. Und wir schauen jetzt mal, ob wir diesen Piloten Dexter Hovis hier finden. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Bitte identifizieren Sie sich. Mit dem Barkeeper über Hovis reden. Können wir hier noch einen Flieger kaufen? Was können wir uns hier... Ja, toll. Ganz toll. Ganz toll. Wir verkaufen aber noch ganz kurz den Reiseflugunterbrecher, den wir im Laderaum haben. Wir wollen ja schließlich so viel Credits machen wie möglich. Decken uns auch hier nochmal ein und schauen mal in die Bar. Ich suche einen Mann namens Dexter Hovis. Kennen Sie ihn? Sind Sie Hovis? Ich bin Hovis. Ich bin ein Freund von Quintain. Sie arbeiten doch gelegentlich für ihn. Ich habe... Weißt du, ich würde ja gerne den ganzen Tag mit dir quatschen, Bretonianer, aber ich rede nur mit Rennpiloten. Außer natürlich, du bist ein Rennpilot und suchst eine Herausforderung. Wie mich vielleicht. Dann rede ich den ganzen Tag mit dir. Falls du dann noch lebst. Es ist schwer, Leute zu finden, die gegen mich antreten. Also, wie steht's, Kleiner? Ja, der Typ hält scheinbar eine ganze Menge auf sich. Das Einsatzziel. Schlagen Sie Hovis in einem Wettrennen über eine Runde. Danach müssen Sie Quintain finden und ihn zum Planeten Leeds bringen, damit er Sinclair und Juni mit dem Artefakt helfen kann. Schwierigkeitsgrad unbekannt. Hovis scheint sich seiner Fähigkeiten sicher zu sein. Ja, das Ganze haben wir gerade schon festgestellt und wir nehmen natürlich an. Abgemacht. Gut, wir treffen uns draußen. Und jetzt bekommen wir auch nochmal von Hovis Schiff eine Nahaufnahme. Und das ist dieser Dagger, den ich eigentlich so genial finde. Gegen unseren Champion Dexter Hovis. Die Einsätze bitte. Aber schnell. Und ich fing schon an zu glauben, du hättest Angst. Keine Chance. Das Rennen war ausgemacht.
Roboter wie ich. Ich mag dich, Bretonianer. Ein Jammer, dass du brennen wirst. Ich muss sagen... Aber hey, das ist der Preis für Fairness. Ich könnte sie überraschen, Hovis. Das werden wir bald sehen, nicht? Willkommen, Rennpiloten. Sie haben ein Einrundenrennen gewählt. Möchten Sie die Regeln nochmal hören? Natürlich nicht, du Schrotthaufen! Ich hab das Ding gebaut, aber die Speicher sind Matsche. Also, Bretonianer, eine Runde, keine Schüsse oder Rempler. Wenn du es versaust oder kneifst, machst du mich sehr wütend. Und das wollen wir nicht. Bereit? Rennpiloten, auf die Plätze! 3, 2, 1. Los! So, und damit ab in den Reiseflug. Und ich muss sagen, der Soundtrack, der hierbei läuft, den finde ich echt genial. Also, es ist eine der geilsten Melodien in ganz Freelancer. Und ich, wie gesagt, ich finde diesen Dagger echt genial. Wir sind jetzt schon in Führung. Das Rennen ist eigentlich alles andere als schwierig. Man muss nur durch diese Tore hier fliegen. Rennen führt nach dem ersten Viertel. Und dann hat man das Ganze auch schon geschafft. Ja, wir haben Hovis gerade ein bisschen angerempelt. Das fand er nicht so cool. Aber ich bin mal gespannt, wie viele ihre Einsätze auf uns gewettet haben. Der Neuling führt nach der halben Strecke. Die Leute, die auf Hovis gesetzt haben, seine Homies quasi... Die werden sich wahrscheinlich jetzt den Hintern beißen. Aber wie gesagt, alles andere als schwierig. Meine Oma ist schneller als du, Bretonianer. Ja, du bist doch hinter uns. Werden sie auf die Zielgerade kommen? Das glaube ich einfach nicht. Verdammt, gebt ihm was, dass er nicht vergisst, Jungs. Ja, ihr Spacken. Er erzählt noch, er wäre wütend auf uns. Okay, ich sag dir, was du wissen willst, aber nicht über den Com-Kanal. Wir treffen uns an Deck der Hood. Ja, er hat sich noch vorher ein bisschen hier aufgeregt, von wegen, ja, bloß nicht Waffen einsetzen und überhaupt, da wird er wütend werden. Und was macht dieser... Na, ich will das Wort jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, er macht genau das. So, wir docken jetzt erstmal wieder an der Hood an. Okay, Junge, du zuerst. Wir müssen natürlich warten, bis Hovis uns die Erlaubnis gibt. Ich glaube, das Schlachtschiff gehört denen sogar. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gutes Rennen, Bretonianer. So gut war seit Jahren keiner mehr. Jetzt erzählen Sie von Quintain. Ist er hier? Hier? Nein. Ich sollte ihn noch weiter in das Asteroidenfeld bringen, zu einer verlassenen Bergbaustation namens Glorious. Da hat er sich zusammen mit Piraten verschanzt. Er sagte, er müsse für eine Weile verschwinden. Aber... Das hast du natürlich nicht von mir. Natürlich. Und wie komme ich dahin? Nimm die alte Handelsroute in das Asteroidenfeld. Aber sei vorsichtig, die Route ist nicht stabil. Manchmal kommen Asteroiden durch. Außerdem gibt's da ein paar unfreundliche Rheinländer, die auch in diese Richtung unterwegs waren. Auch ein Rennen? Nein, die waren feige. Wenn's nicht klappt, kannst du jederzeit bei uns als Pilot einsteigen, Bretonianer!